Komm, klatsch mit dem Fuß ein. Ich bin nicht wegen Arbeiten hier. Was haben wir im Italienurlaub festgestellt? Dass er sich um nichts kümmert. Nee, dass er blind ist. Ja. Beke, mir ist dein Vater und ich mach dich. Schwer zu filmen. Hallo. Wir müssen das ein bisschen verdünnen. Warte, es wird besser. Pass auf, da kommt nichts. Da sind sie 30 Jahre bei. Ja, bringt nichts, wirklich. Kannst besser pinseln. Nee, da können wir nochmal verdünnen probieren. Nitro. Hast du Nitro hier? Der Kümmerer. Ja, wo ist der Kümmerer? Haben Sittich gemacht. Ja, Sittich gemacht. Wellensittich hat er gemacht. Kümmerer! Wir müssen das ein bisschen verdünnen. Was hast du da schon wieder gemacht? Hast du dir ein Bockwürstchen quer in den Hals geschoben? Ich hab meine Hände gewaschen. Haben wir Nitro? Ich spüre gerade hier Nitro. Oh, guck mal, Udo. Das ist das erste Mal, dass wir hier diese Ecke nutzen. So. So. Ui, das heilige Regal. Da kann Sven jetzt so eine heilige Musik machen. Weißt du, hier, Achtung. Das heilige Regal. Oh, Nitro. Udo! Das heilige Nitro! Auf. Ja, einen kleinen Rührstab brauche ich den. Du kannst ja den Akkuschrauber da reinhalten. Dann flutscht ob das. Ob das richtig ist mit Nitro, mach ihn auch. Ja. Zuschauer, ich glaube, das ist richtig. Wenn das nicht richtig ist, schreibt das in die Kommentare. Aber so ein bisschen dünner machen kann man. Dann spritzt man da dreimal drauf. Hört ihr den Regen? Das ist ein bisschen romantisch jetzt, ne? Hörst ihr die Regenwürmer husten? Hörst du den Manta husten? Er möchte gerne Farbe. Nicht so viel. Bisschen. Noch ein bisschen mehr. Ganz bisschen noch. Gut. Stopp. Schön verrühren. Ach, schön. Den Spachtel nehmen. Hat er mir gegeben. Schuldig? Ja. Hat er schuldig gesagt? Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hätte man nicht einfach Wasser nehmen sollen? Ich wasser dir gleich auch ein. Ey. Mach den Deckel. Oh, eigentlich muss ich das probieren, Udo. Ja, aber ich kann besser erst im selber. Ja, genau. Ja, die Düse muss ja erstmal, das muss ja erstmal ankommen. Halt das doch näher dran! Beke, da musst du mal, das musst du jetzt so fahren! Das kommt nicht! Warte doch erstmal! 2023, erwartet. 2024, Sven, kannst du mir jetzt langsam so ein Bad machen? Mehr Nitro! Oder hast du die Düse zu klein gemacht? Die mal, du hast ja irgendwas dann rumgedreht. Nee. Jawohl! Die Düse ist zu klein für sowas. Da ist er in Vollfarbe. Das ist so geil, wenn keiner weiß, wie das funktioniert. So, schieß mal los. Man zieht auch Handschuhe an. Noch mal ein bisschen dünner machen. Denke, da kommt. Doch, wir machen das noch ein bisschen dünner. Das ist doch gerade auch. Das geht nicht. Doch. Nee, weil doch. Der Lack ist. Udo, da ist doch auch Farbe gekommen. Ja, weil der Lack verklebt die Düse. Deswegen mal noch ein bisschen mehr Nitro rein. Die Düse ist zu klein. Da ist doch auch gerade Lack gekommen. Ja, und jetzt nach der Zeit verstehst du. Bisschen Nitro noch. Udo, basteln heißt auch experimentieren. Ja. Oder nicht? Wir sind richtig solche Fuscher. Ja. Liebe Leute in den Kommentaren, ihr dürft euch jetzt gerne über unsere Doofheit auslassen, aber deswegen sind wir ja wir. Noch ein bisschen. Hau da richtig dünn drin. So gut. So, hol den Spaß. Jetzt ein bisschen Cola drauf in die Mette, das ist ein Erfrischungsgetränk. Ja, das wollte ich nicht saufen. Hau den Deckel drauf. Nein, das muss doch jetzt. Oh ja, ich kann auch schütteln. Hör mal, wie das regnet, Udo. Warte. Wieso geht denn nicht? Ey, wir sind der größte. Wir sind der größte Fuscherhaufen weit und breit. Also, das dürft ihr jetzt auch gerne in die Kommentare schreiben, ihr verfluchten Fuscher. Muss man das Ding nicht irgendwie scharf schalten, Udo? Nee, der ist. Ja, Was ist das? Warte. Jetzt haben wir da 700 Liter. No, du mach weiter, du kommst nicht alle an den Knöpfen hier rum. Warten, an den Knöpfen. Warten, so, Stress gut. Hier, ne? So, fertig. Warten. Ja. So. So, ein bisschen. Schön. Tu lackieren, Udo! Wovon drehst du da all dran rum? Da ist Luftdruck. Da kommt nichts. Näher ran. Der Lack klebt die Düse nicht. Guck mal, mehr kommt nicht. Das reicht! Da langsam. Ui, das wird aber was. Gehen Sie aus dem Weg, bitte. So. Warte. Da kommt nichts. Stopp. Her. Ey, seid ihr durcheinander? Ihr schlecht gelaunten? Hey, Udo, ich wollte doch jetzt. Ich wollte nur sagen, fang du schon mal an, Bleche zuzuschneiden. Ich probiere das hier jetzt. So.
ich kann damit besser die schweren Ecken und den Rest mit dem Pinsel, wa? Also das spritzt sehr ungleichmäßig, liebe Leute. Oder tropft das einfach nur, ja, der tropft da oben raus. Oh, Fleißarbeit. Warum? Ja, dann geh du Bleche zuschneiden, McMoore. Ja, ich weiß, wenn du nicht mal Blech. Vorne. Ja, vorne. Im Motorraum. Mach das Ding immer aus, hier. Alter, seid ihr durcheinander? Ausmachen. Komm hier denn auf Bleche hin? Hat Zabok gesagt. Hier ist doch alles fertig. Nö, dann würde er es ja nicht sagen. Bitte, es ist alles fertig hier. Irgendwo muss hier noch irgendwas geschweißt werden, oder nicht? Nö. Wo soll ich da den Bleche dran machen? Das ist ja Grütze. Natürlich. Oder schneid du Bleche zu. Dann haben sie da richtig so schön mit Wölbung und allem drum und dran. Das muss ich machen. Ach, hast du doch was gefunden? Ja, hier. Oh. Warte. Oh. Wo? Ja. 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 Schmeiß deinen rein, Udo. Löte einen rein. Löte einen. Das ist ein bisschen Kleearbeit, aber das wird schon. Ein bisschen Geduld. Normal müsste der richtige Strahl rauskommen. Das muss eine Minute, ist zum Kofferraum fertig. Ja. Also ganz ehrlich gesagt, haben wir Pinsel nicht, dann pinsel ich da. Ja, du pinselst in der Mitte, ich den Kofferraum. Ja. Ah, du willst dich also davor drücken, die Bleche einzuschweißen. Ja, weil das heute nicht mein Fall ist. So, wo ist der Pinsel? Torben, Farbrollen gehen auch, finde ich auch ganz cool. Haben wir solche Farbbehälter eigentlich, Torben? Bestimmt. Ja. Er sagt immer bestimmt und weiß es dann nicht. Du weißt von nichts. Du bist doch der Kümmerer, dann müsstest du es doch wissen, mein Junge. Haben wir Pinsel? Ja. Wo denn? Im Regal. Haben wir Farbrollen? Haben wir ein Pinselregal? Ja. Haben wir Farbrollen? Weiß ich nicht. Haben wir solche blauen Farblack? Weiß ich nicht. Was wisst ihr eigentlich? Stand nicht auf Einkaufsliste. Udo, wir beide regeln das, ey. Aber ich möchte eine Farbrolle haben, da kann ich besser mitarbeiten. Ja, aber hier ist keine Farbrolle. Warum haben wir keine Farbrolle? Ja, weil der Kümmerer keine Farbrollen geholt hat. Stand nicht auf der Einkaufsliste, sagt er. Nee, war mir klar. Willst du einen großen Pinsel haben? Ja. So endlich mal einen großen Pinsel in der Hand. So, komm. Hast du Farbbehälter? Wo wir umkippen können, oder soll ich jedes Mal nach Wege laufen und die Farbe? Das stand nicht auf der Liste. Oh. Warum soll ein... Warum bekomme ich jetzt den Rundpinsel? Ja, du kannst auch so einen. Ja, damit machst du Fläche und den kannst du haben. Ich möchte nämlich nicht zwei versauen. Nee, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ne? Ja. Darum heißt auch der, die Fuscher. Wir gehen gleichzeitig in den Kofferraum. Ja. Dann können wir uns den Pott teilen, oder? Ja. Du, ich gehe links, du rechts. Jupp. Und den stellen wir einfach in der Mitte und pinseln drumherum. Nee, und wenn wir dann nach der Mitte kommen... Aber vernünftig pinseln, nicht wie beim Sportplatz und Fusch, ne? Nee. Er stellt's frisch aufs Lackierte. Ja, und? Warte. So dick muss das nämlich drauf. Ja, Udo, wir beide. Ja, wir müssen alles machen, ne? Ja, aber dafür haben wir alles im Griff. Ja. Und ich pinsel so gern, wie ich pinseln kann. Denn ich wo ist denn eigentlich Didi, der Psychopath? Ach, der ist beim Arzt, der wollte auch noch kommen. Der kommt noch, der ist beim Arzt. Na, es ist ziemlich dunkel hier drin mit der Kamera, liebe Leute. Ja, warte. Nachsicht mit uns, Nachsicht mit Nein, uns. Das machen wir anders. Ich möchte, dass die Zuschauer vernünftig was sehen, dass die auch sehen, dass wir wirklich was tun. Und zwar lege ich den jetzt hin zur Seite, Winkel. Lichtmann Udo. Yes. Du siehst fast heilig aus. So. Ja, hallo Udo. Guck mal Udo, wir sind irgendwie jetzt auch romantisch gerade, ne? Also weißt du, warum ich meine, dass wir beide romantisch sind? Nee. Jetzt ganz im Ernst, wenn man jetzt mal sieht, dass wir auf einmal anfangen hier so ein bisschen zu pinseln und so, weißt du? Ja. Vorher hier immer nur irgendwie nichts mit Pinseln und Schleifen und Lackieren. Und auf einmal pinseln wir, liebe Leute. Also es ist ja wieder ein neuer Schritt, den wir gerade gemeinsam gehen. Und ihr da draußen seid dabei. Ja. Boah, Udo, Alter. Gut so. Alter Lichtexperte. Aber sag doch mal, irgendwie ist das wirklich romantisch, ne? Ja. Dass wir jetzt so ein bisschen vorankommen, tatsächlich. Immer sonst hier den Blödsinn geschliffen und geschweißt. Und auf einmal fangen wir an, hier schon... Ja. So eine olle Grundierung drauf zu pinseln. Ne? Man muss auch ja das so sehen. Wir haben uns ja selber Arbeit aufgehalst, wo wir nicht mit gerechnet haben, dass wir so lange bei so was beisitzen. Ne? Das ist so. Ja. Und auf einmal geht es so langsam voran. Ja. Aber es wurde auch ja in den letzten Tagen und Wochen richtig was getan. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen richtig was getan. Das dürfen die Zuschauer uns jetzt auch gerne mal bestätigen, wie ich finde. Dann heißt schon was, wenn man jetzt schon an Pinseln Das geht. Macht mich auch ein bisschen stolz. Mich auch. Mhm. Satan, ich atme hier auch Dämpfer ein, mein lieber Kokoschinski. Hast du Masken besorgt? Lass mich raten, stand nicht auf der Liste. Richtig. Sag mal ganz ehrlich, wann hast du überhaupt besorgt?
Udo, egal. Ich lege jetzt nicht den Pinsel beiseite, sondern kurz die Kamera. Ja. Wir streichen und dann sieht man so ein halbes fertiges Ergebnis. Ja. Ich sage immer vorsichtig halber, halbes fertiges Ergebnis, weil wir gerne fuschen und zu lange brauchen. Ja. Wieso gibt es zu Turm die Kamera nicht in der Hand und der hält da drauf? Kann ja nicht mit umgehen. Stand nicht auf der Liste. Didi! Oi. Du, ich komme gerade vom Arzt. Ja. Ich hatte eine Besprechung wegen meiner Blutwerte, ne? Ja. Alles in Ordnung, also leicht erhöht die Fettwerte, wenn die Frikadellen hier mal und Gyros. Ja. Da muss ich ein bisschen abstellen. Aber und sonst war er zufrieden. Weißt du, was dagegen hilft, die letzten Blutwerte zu reduzieren? Pinsel in der Hand und schwingen nee. Mal und so. Jawohl. Guck mal, jetzt bin ich hergefahren, ich wollte euch das erzählen, dass ihr euch freut, dass ich gesund bin. Wir freuen uns. So, und jetzt habe ich gedacht, jetzt komme ich hier so her und ich gucke euch mal zu. Ich streike heute. Kannst du gerne streiken, aber guck mal, was wir hier weggerissen haben jetzt. Ja, wir gehen ganz kurz stehen. Nee, mit drei Mann sind wir hier am Pinseln. Satan! Didi! Udo, du bist auch da! Ja, durch den Arztbesuch wird der Mann da nicht fertig. Also, ja. Aber Udo, der war die letzten zwei, dreimal gar nicht da. Ja, da freuen wir mich dann aber wieder. Didi, pass dabei. Auf, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, damit das bei den Zuschauern positiv ankommt, zu sagen: Ja, Jungs, ich helfe euch mit. Weil wenn du jetzt wieder diskutierst und diskutierst, vergeht Zeit, die Leute schreiben wieder, Didi ist nur im Labern und macht nichts. Wir sind seit einer halben Stunde hier. Aber auch im Streit gibt. Ja. Komm mal, wie ich hier bin. Ja, dann macht ja nichts, dann auf nackten Oberkörper. Nein, auf ich! Guck mal, wir sind hier fein seit einer halben Stunde zu dritt in dem Kofferraum. Und der kümmert auch. Wir schaffen wir. Du musst ja alles schön die Ecken dicht pinseln. Da muss ja richtig was kommen, ne? Udo? Ja. Da haben auch viele Zuschauer geschrieben, mit Rostschutz, das ist 3 in 1, ne? Mhm. Da ist alles mit drin, die Farbe. Ja. Das ist Rostschutz. Das haben wir schon erklärt. Also danke. Da nageln wir jetzt gerade alles rein. Zabok hat noch den letzten Fuscharbeiten da ein bisschen beseitigt am Anfang. Jetzt nageln wir hier schwarze Farbe rein, weil ich habe vorhin gesagt, stell es dir mal vor, auf einmal machen wir hier andere Arbeiten. Das muss doch beflügeln, Bock drauf haben. So nicht mehr die ganze Zeit schweißen und schleifen und auf einmal fangen wir hier. Wir sind hier, guck, es passiert was, ey. Es ist so, aber schweißen, da komm ich. Ja. Da freue ich mich auch schon wieder. Es muss da vorne in der Motorhaube was geschweißt werden, aber Udo traut sich das nicht zu. Udo, nee. Nee, das, nee das ist ein ganz komischer Bogen, ist das. Oh, da muss ich da ja sein. Ja, da kannst du da reingehen. Ja, heute bin ich, guck mal, wie ich aussehe. Heute bin ich schön gekleidet. Heute kommt noch mal zu. Er kriegt es ja nicht hin und du weißt ganz genau, dass die Leute jetzt direkt in die Kommentare wieder negativ über ihn reden. Er lernt das auch nicht, ne? Er lernt das auch nicht, du lernst das auch nicht. Meine lieben Zuschauer, ich bin doch Didi, ich liebe euch alle da draußen, das wisst ihr. Auch die, die dich immer anhaten? Auch die mich anhaten, ich liebe euch trotzdem, ihr kriegt alle ein Herzchen von mir. So, wenn ich euch mal irgendwo unterwegs bin, küsse ich euch. Ja, so bin ich. Ich bin schon vorbereitet fürs Training und schon in guten Stehenfelde-Klamotten und damit angefasst. Hast du Damentraining? Nee, ich mach gleich zweite Herrentraining. Ja, das war absagen, da regnet wie Sau. Auch Stehenfelde? Da überall alles Gieß. Ich habe gerade hier vorne, ne, weißt du, als ich ausgestiegen bin, wo ich dran gedacht habe. Nee. An den Roller. Weil das Hochwasser. Da habe ich meine Schuhe. Ich kann gerne Udo gedacht. Sambaletten. Ich will ganz kurz im Mantel zurückkommen. Wir sind auch blöd. Wieso? Eigentlich fängt man hinten an und arbeitet nach vorne hin. Das heißt, jetzt kann keiner da sich ausstrecken. Ja, aber wir kriegen das ja trotzdem hier fertig. Ja, dann musst du das eben machen mit deinen langen Armen. Jupp. Aber jetzt wäre der Zeitpunkt, Didi. Wäre jetzt der Zeitpunkt. Die Leute sagen, Mensch, der Didi kommt da in seinem Sonntagsplünn. Was? Sieht gut aus. Aber was ihr macht, sieht gut aus. Ich bin zufrieden mit euch. Setz dich mal hin und raucht dir ein Torpedo. Genau, guck mir das mal ein bisschen ab. Ich bin ja auch der Älteste in der Gruppe. Muss man auch nicht vergessen. Und du hast... Und mit euch habe ich sowieso ein Hühnchen zu rüpfen mit euch. Wieso? Aber das ist wegen Fußball. Da kriege ich noch einen mit. Sondern wie, was ihr euch da geleistet habt. Da kriegen wir keinen mit. Ja, aber meine Herren, da kommt aber noch was auf euch zu. Da kriegt ihr Platzverbot nächstes Mal auswärts. Kofferraum, Innenraum, komplett angestrichen. Yes. Wollen wir für heute Feierabend machen? Ja. Oh, warte mal, da vorne sehe ich aber noch ein paar Stellen. Oder was ist das? Da, wo mein Finger drauf zeigt. Sehe ich auch. Aber da stand auch das Ding vor, der Eimer. Jo, liebe Leute, ein bisschen haben wir was geschafft. Der Kofferraum ist gestrichen. Bin auch ein bisschen benebelt, weil ich die Dämpfer eingearbeitet habe. Ja, ich werde jetzt Massen besorgen. Ich weiß nicht, wie das riecht, ne? Wir machen diese Woche aber weiter. Dann ist der Bereich dran. Und dann sind wir hier auch ratzfatz mit durch, legen das Ding auf die Seite, verschweißen von unten, Türen verschweißen, etc. pp. Dann geht das Ding zum Lackierer. Und dann fangen wir mit dem wahren Wahnsinn an. Darf ich Ihnen was sagen? Ja. Wir dürfen den Innenraum nicht verpinseln. Warum? Wenn ihr von unten verschweißen wollt, dann verbrennt das doch wieder alles. Das habe ich ja von Anfang an auch gesagt. Aber Zabok sagt das... Ja, da bin ich mal wirklich gespannt. Das ist eine Frage an die Zuschauer. Liebe Leute, erst den Innenraum schon mal anpinseln und dann von unten schweißen oder erst schweißen und dann anpinseln. Schreibt das gerne in die Kommentare. Wir sagen für heute tschüss. Danke fürs Einschalten. Und wir machen jetzt Feierabend, ne? Ja, ich mach diesmal fertig. Tschüss.